Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir sind hier in Berlin am kleinen Wannsee im Immanuel-Krankenhaus bei Professor Andreas Michalsen. Er hat eine Professur für klinische Naturheilkunde an der Berliner Charité. Vielen Dank, dass wir heute wieder hier zusammensitzen und ja, das eine oder andere Thema besprechen werden. Und ein Thema, das mir extrem am Herzen liegt, ist das Dilemma mit den Studien. Ja. Ich finde es ganz schwierig, weil wenn ich irgendeine Aussage mache, jetzt im YouTube, wie oft kommt da unten runter, was ist das denn? Das sind doch alles nur von Erfahrungen und vielleicht das nicht mal. Und wo sind denn die Belege, die Studien dazu? Und die will ich, dass die da unten aufgeführt werden. Und dann gucke ich mir solche andere YouTubes an und dann stehen da unten ganz viele Studien und dann denke ich, was sind denn das für Studien? Also ich finde es ganz schwierig. Also ich für mich, ich bin eine Erfahrungsmedizinerin, ja. Und das ist auch gut so. Und ich habe ja den Klaus Leitzmann an meiner Seite, der mir dann auch immer sagt, hey, da gibt's wieder die Studie und jene Studie. Und jetzt gibt's ja auch dich noch und du kennst dich ja da auch aus. Was ist denn jetzt dieses Dilemma an den Studien? Warum wollen die einen Studien, die anderen verteufeln und sagen, ist alles Blödsinn? Was ist es denn? Puh, das ist ein Riesenthema. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich konzentriert. Ja. Es ist wirklich ein Problem. Also es ist so, die Medizin beginnt ja immer mit der Erfahrung, mit der ärztlichen oder der therapeutischen Erfahrung. Ja. Und die hat ja auch ihren großen Wert. Das ist, denke ich, das hat auch nie der Erfinder der evidenzbasierten Medizin, das ist der Herr Sackett, der hat es nie bestritten. Der hat immer gesagt, wir brauchen die Studien in Verbindung mit der Erfahrung. Aber es ist auch richtig, dass man sagt, ja, die Erfahrung eines Einzelnen, da verlassen wir uns mal nicht drauf. Ne? Weil das kann sein, der hat einfach, das ist ein besonderer Ort, wo der ist, der hat eine besondere Ausstrahlung vielleicht, das liegt alles gar nicht an der Ernährung. Also brauchen wir Studien. Und jetzt ist aber das folgende Problem, dass 95% aller Studien in der Ernährungsmedizin, 95%, also dieses gesamte Wissen fast dieser Ernährungsmedizin basiert nur auf Befragungsstudien. Mhm. Also man fragt, da gibt es verschiedene Techniken. Man fragt, was haben Sie die letzten 2 Tage gegessen? Schreiben Sie es mal auf. Oder man macht es mit Ankreuzen. Oder man sagt, wir geben Ihnen ein Tagebuch mit zum Ankreuzen und bitte schreiben Sie jedes Mal auf, wenn Sie ein Eis essen oder wenn Sie einen Schluck Kaffee trinken. Und ich gucke schon so, es ist wissenschaftlich eindeutig erwiesen, dass es da 2 Probleme gibt, dass die Sachen, von denen wir glauben, die sind nicht so gut, da machen wir Underreporting, das heißt, die vergessen wir auch mal gerne so. Das ist genauso, ich habe früher auch mal geraucht. Und wenn ich dann selber gefragt wurde, also erstmal, wie Sie rauchen, und so, ich sage, ja, aber nicht so viel. Ich rauche nur 3 Zigaretten. Mhm. Das stimmte aber nicht, ne? Weil ich dann in dem Moment versuche, das ein bisschen niedrig zu halten. Und das machen wir alle Menschen so. Das heißt, wir machen das Underreporting in dem und wir überschätzen Overreporting, dass wir dann sagen, ja, ich esse mindestens 7 Portionen Obst und Gemüse am Tag. Okay. Und so kommt es letztlich, dass einer der renommiertesten Forscher auf der Welt in dem Bereich, der Professor Ioannidis aus Stanford, der hat vor ein paar Monaten mal in einem ganz, ganz wirklich viel zitierten Artikel in einer ganz wichtigen Zeitung gesagt, ich sage es mal trivial, man kann die ganze Ernährungswissenschaft vergessen, weil sie letztlich auf Sand gebaut ist. Ich habe es gelesen, ja. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, aber das erklärt, warum es da auch oft so Widersprüche gibt und weil jeder da auch so ein bisschen dann das finden kann, ne, dass wenn jetzt jemand zum Beispiel belegen will, dass das vielleicht doch nicht so ungesund ist, Fleisch zu essen, dann findet er irgendwo auch eine Studie, ja, es gibt ja, glaube ich, eine einzige, ja, genau. Wo das wirklich auch... Oder auch bei vegetarischer Ernährung, da war das früher so, oft, das ist auch zutiefst menschlich, wenn wir Menschen krank werden oder wir merken, wir werden krank, dann beginnen wir erst, uns gesund zu verhalten und zu ernähren. Mhm. Wenn man in dem Moment jetzt eine Befragung macht
und dann ein Jahr später guckt, wer ist denn da richtig krank gewesen. Natürlich sind dann unter diesen Menschen, die sich besonders bewusst und gesund ernährt haben, mehr Kranke. Aber nicht, weil sie sich gesund ernährt haben, sondern andersrum. Weil sie erst angefangen haben. Ja, genau, weil sie krank waren. Und insofern gibt es einfach, man muss wahnsinnig aufpassen bei dieser Ernährungsforschung. Gut, aber es gibt ja Meta-Analysen, es gibt bestimmt auch noch andere Arbeiten, wo wir sagen können, also hier ist schon wirklich was auf der Hand. Also hier können wir nachweisen. Also ich habe jetzt gerade gelesen, dass pro Tag ungefähr 500 Studien zum Thema Ernährung veröffentlicht werden. Also das hat mich ja schon so ein bisschen umgehauen, weil ich gedacht habe, ups, ich kann mich doch daran erinnern, da gibt es doch jemanden, der sagt, dass er alle wissenschaftlichen Studien durchgearbeitet hat und dann Fazit daraus gezogen hat. Das ist doch dann eigentlich gar nicht möglich, weil wenn es 500 am Tag sind, das ist ja unmöglich, oder? Nein, das ist in der Form nicht möglich. Da helfen auch diese Metastudien nicht weiter, weil wenn die Metastudien auf Basis dieser Befragungsstudien, dann werden sie deswegen, auch wenn sie Meta sind, nicht besser. Mhm. Wir haben zwei Probleme. Wir haben diese Unübersichtlichkeit, also die schiere Masse. Und das andere ist aber, dass die Ungenauigkeit im System noch drin ist. Man müsste eigentlich immer alles betrachten. Erfahrung, diese Befragungsstudien, dann diese randomisierten Studien, sage ich nochmal was gleich, sogar auch die Laborstudien, man müsste alles nebeneinander stellen und dann würde man erst eine Klarheit kriegen. Und bei diesen randomisierten Studien, das sind ja die, wo man sagt, die haben eine höhere Evidenz, wie man sagt, also die sind wirklich wertvoller. Da macht man per Zufall. Das müssen wir uns jetzt schon mal merken. Also richtig gute Studien, aus denen man dem man ein bisschen mehr trauen kann oder vertrauen kann, sind die randomisierten, so heißen die. So heißen die. Und die werden wie gemacht? Indem? Also, da bittet man Menschen, Patienten an einer Studie teilzunehmen und sie müssen per den Zufall, das Los, entscheiden lassen, ob sie zu der einen oder zu der anderen Gruppe gehören. Und jetzt mal so ein Beispiel, einmal würde ich sagen, so hat es der Herr Ornisch gemacht. Der hat schwer herzkranke Patienten gebeten, bei dieser Studie teilzunehmen. Die eine Gruppe sollte sich weiter so ernähren, wie gehabt. Mhm. Und die andere hat seine pflanzliche Ernährung bekommen. Und er hat ja dann diese sensationellen Ergebnisse erzielt. Aber es ist die da waren, nur mal schnell sagen, also bei Herzkrankheiten. Die Herzkranzgefäße haben sich erweitert, die Stenosen, die Verkalkung haben sich zurückgebildet. Mhm. Und sie hatten weniger Herzinfarkte in der Folge. Aber es ist ganz schwierig, es ist fast unmöglich in der Ernährung auf dieser Basis Langzeitstudien durchzuführen. Also das würde ja zum Beispiel jetzt heißen, würden jetzt Patienten bitten, wenn wir jetzt den Verdacht hätten, sagen wir mal, rote Beete ist sehr gesund, haben wir auch schon mal erwähnt. Jetzt würden wir eine Gruppe bitten, sich ganz langsam, mehrere Jahre, jeden Tag mit rote Beete zu ernähren. Und der anderen Gruppe würden wir sagen, sie soll das gar nicht machen. Mhm. Das geht fast gar nicht, weil irgendwie kriegt die andere Gruppe dann auch spitz und sagt, ja, aber wenn das gesund ist, dann möchte ich das auch. Die eine Gruppe wiederum sagt, mir schmeckt aber rote Beete gar nicht. Ich möchte gar nicht bei so einer Studie mitmachen. Also es gibt sehr viele Probleme bei randomisierten Ernährungsstudien. Gibt's auch, okay. Und insofern können wir die wenigen, die wir haben, die können wir sehr hoch schätzen und sind froh darüber, zum Beispiel Ornisch. Ja. Aber wir werden nie wie bei Medikamenten ganz genau zu allem eine randomisierte Studie haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Deswegen brauchen wir die ärztliche Erfahrung. Ah, okay. Und die kriegt jetzt wieder einen höheren Stellenwert? Ja. Aber dann heißt es doch, das ist nicht bewiesen, das ist nicht evidenzbasiert. Und wenn es nicht evidenzbasiert ist, also ist es, können wir uns nicht drauf verlassen. Das ist doch ganz, also wenn ich mir das für die Ernährung vorstelle, das finde ich wirklich ganz furchtbar, weil, also ich kann so sagen, von meiner Arbeit her, ich weiß einfach, welche ungeheure Kraft eine gesunde Ernährung hat. Ja, hat es auch. Ja. Und wenn alles evidenzbasiert sein soll, wie können wir dann den Leuten glaubhaft vermitteln,
dass die Ernährung wirklich so unglaubliche Kräfte hat. Also man muss das beides sinnvoll kombinieren. Also da, wo wissenschaftliche Daten da sind. Und wissenschaftliche Daten sind toll, also nicht, dass ich falsch verstanden habe. Also sie sind wichtig, aber wir müssen wissen, dass sie auch relativ sind, dass wir nicht zu allem jemals wissenschaftliche Daten haben werden, weil sie unsicher sind. Und das kostet übrigens auch viel Geld, wissenschaftliche Forschung. Ja, denke ich mir. Und gerade in den Bereichen, wo man nicht viel Geld verdienen kann, und das ist viel im Bereich veganer, vegetarischer Ernährung, gibt es einfach deswegen auch wenig Studien. Ja. Aber da, wo es da ist, dann nehmen wir das, da informieren wir uns wissenschaftlich hochwertig. Aber es wäre verrückt, wenn wir nichts anwenden würden, wo es keine wissenschaftlichen Daten geben würde. Weil zum Beispiel, das ist ja die Erfahrung, wenn ich jetzt bei 100 Patienten gesehen habe, wenn die sich umstellen von der Ernährung und der Diabetes, die Zuckerkrankheit verschwindet, der Blutdruck sinkt, dann mache ich das doch als Arzt. Dann höre ich doch nicht auf, das zu machen, weil nur weil ein Kritiker sagt, ja, aber zu dieser Indikation, da gibt es ja noch gar keine Studie. Also wenn ich mir das jetzt so anhöre von dir, denke ich, meine Güte, weil ich gucke ja auch ab und zu mal im Fernsehen Diskussionen zum Thema Ernährung, da sitzen irgendwelche Wissenschaftsjournalisten und die knallen wirklich mit Studienfakten um sich, die sagen dann, also Low Carb ist deswegen gut, weil und es ist überhaupt nicht wahr, dass die pflanzliche Ernährung gut sei, weil da gab es diese Studie. Wo nehmen die ihre Sicherheit bitte schön her? Ja, das frage ich mich natürlich auch manchmal. Okay. Ich glaube, das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber ich mache ja selber lange Jahre Forschung. Und ich glaube, jeder, der selber Forschung macht, der wird da auch ein bisschen ruhiger und ein bisschen demütiger, weil er erstens weiß, wie wackelig das manchmal ist mit den Studien und dass man da auch nicht jede Zahl dann genauso präzise eigentlich immer nach außen geben kann, wie sie vielleicht dann in dem Bericht steht. Also ich glaube, es machen vor allem, wie gesagt, es ist jetzt nicht so eine Generalkritik, aber ich erlebe es oft, dass Menschen, die eigentlich gar nicht selber Studien gemacht haben, die dann sehr zielsicher dauernd von Studien sprechen. Genau, das fällt mir ja auch auf. Und also es gibt ja diesen Zusammenhang auch noch zwischen Korrelation und Kausalität. Also das ist ja auch dieses ganz Schwierige. Also das ist ja eher, dass wir was beobachten als Ärzte, die wir arbeiten mit Ernährung beispielsweise. Und dann beobachten wir Zusammenhänge und denken, da könnte eine Korrelation, also es könnte irgendwie zusammenhängen, aber wir haben es noch nicht bewiesen. Das ist dann der nächste Schritt. Und ich glaube, der ist in der Ernährungsmedizin ganz, ganz schwierig, das ganz zu schwierig beweisen. Das glaube ich. Und deswegen finde ich das auch, ich weiß gar nicht, wie wir dem Anspruch gerecht werden sollen. Also wie wir sagen können aufgrund von Studien, das ist bewiesen. In der Chemie geht es, glaube ich, einfacher. Ja. In der Physik geht es einfacher. In der Pharmakologie geht es einfacher. Weil es sind immer nur einzelne Dinge, die untersucht werden. Ja, ja. Und bei der Ernährung bei uns Menschen, meine Güte, da gehört der Lebensumstand dazu. Da gehört dazu, wo du lebst, wie du lebst, was du an Geld hast, was du an Wissen hast, was du an... Das alles fließt mit ein und wie soll das verwertet werden? Was ist mit diesen großen Studien, also mit dieser Nurses Health Study, mit den Studien von Willett? Da kommen ja schon Fakten raus, die bestätigen, sind, was wir sehen. Genau, und die sind auch, das ist natürlich auch eine Realität. Aber man muss einfach immer wachsam bleiben und sich klar machen, dass das Ganze trotzdem nicht beweisend ist. Es ist nicht kausal beweisend. Ja. Um mal so ein Beispiel zu geben, da gab es auch so eine große Studie, die Pure-Studie, die dann herausbekommen hatte, dass im asiatischen Raum Menschen, die mehr Fleisch essen oder mehr gesättigte Fette essen, gar nicht so schlecht fahren. So. Warum? Weil dort ist das Essen von Fleisch vor allem ein Zeichen des Wohlstandes. Die hatten mehr Zugang zu medizinischer Versorgung. Ja. Also mal so ein Beispiel, wo dann klar wird, dass man sehr aufpassen muss, wenn man in irgendeiner Überschrift liest, das Essen von dem und dem führt zu einem Rückgang von dem und dem. Ja, aber das ist ja das, was in den ganzen Zeitschriften immer zu lesen ist. Also
Tja, dann denke ich, machen wir unsere Arbeit einfach weiter, indem wir erzählen, was wir beobachten, indem wir auch darüber berichten, was es an Studienergebnissen gibt, immer wieder unter dem Vorbehalt, dass halt ein ganzer Mensch noch dranhängt an den Ergebnissen. Genau. Und außerdem glaube ich, wir haben auch alle ein Gefühl, ein Gefühl zu unserem Körper. Und das ist das, was ich immer so schön finde. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ich sage immer zu meinen Patienten, probieren Sie es doch einfach mal aus. Ja, weil reden kann ich viel, schreiben kann ich mittlerweile auch richtig viel und gut. Aber Sie haben die Möglichkeit, das zu spüren. Das ist auch ein Beweis. Ja, wenn diese Patient wiederkommt und sagt, ich fühle mich insgesamt besser, dann hat das auch einen wissenschaftlichen Wert. Und ich muss noch was sagen. Ich finde es gut, dass wir das jetzt mal so besprochen haben, weil es ist auch irgendwie, es steckt da auch so eine Bescheidenheit darin. Also, dass wir nicht sagen, also, wir haben das genauso und wir können das genauso mit den Studien belegen, weil es ist nicht so, ja. Und von daher glaube ich, dass es einfach richtig gut ist, dass wir das Wissen, was wir haben, euch erzählen, unsere Erfahrungen auch. Und dann probiert ihr es einfach aus, weil wir sind auf jeden Fall überzeugt, also ich und du, also eigentlich erstmal du und dann ich, sorry, dass die Ernährung wirklich Unglaubliches schafft. Und je länger wir uns dorthin fokussieren und es beobachten, und zwar mit einem offenen Blick, nicht, dass wir dann wieder in diese Confirmation Bias reinkommen. Das heißt also, dass wir immer nur das sehen, was wir sehen wollen. Das ist ja auch nochmal so ein Thema, was einem dann immer nochmal untergeschoben wird. Ich glaube, da sind wir alle ganz gut auf dem Weg und ihr könnt euch darauf verlassen, dass Lebensmittel, gute, gesunde, pflanzliche Lebensmittel durchaus mehr als nur Nahrung sind, sondern gesunde Nahrung, Nahrung für unsere, für eure Gesundheit. Und deswegen machen wir das hier. Genau. Ja, vielen Dank. Das ist ein Thema, was mich immer wieder beschäftigt. Und ich bin froh, dass wir mal darüber gesprochen haben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über die Daumen, die nach oben geht, wenn ihr den Kanal abonniert. Und ich würde auch gern mal eure Kommentare zu diesem Video lesen. Was denkt ihr denn jetzt über Studien überhaupt? Weil wir haben ja noch gar nicht darüber gesprochen, wie auch andere Studien teilweise gemacht werden, ja? Und dass die, nicht ganz so immer lege artis laufen. Das haben wir jetzt nicht besprochen, sondern wir haben über die Ernährung gesprochen und über die Studien, weil das ist unser Thema. In diesem Sinne, probiert Gesundheit aus mit gesunden Lebensmitteln und bis bald. Und bis dahin sollt ihr natürlich alle richtig gesund bleiben. Tschüss.